Aber am Vollgas. Bist du deppert? Also scheiß Meme-Video. Next Mission. Da unten? Na, aber hallo. Wo ist es mit dir? Ist doch groß. Du willst meine Schätze? Ja. Hau ab, du kriegst sie nicht. Nein, ich will. Ich muss sie alle. Mein Schatz. Von welchen Schatz? Ich nehme sie dir nicht weg. Sag nur, was du meinst. Schätze. Meine Schätze. Unsere. Mother Spears Schätze. Sie sagt wenigstens schon mal unsere. Du musst teilen, genau. Die Memory Sticks für dich. Kenn die zwar nicht, aber teilen mit einer Fremden. Meine bin Schätze. Ein Engel. Ich bin geflohen. Ich musste Schätze zurücklassen, die ich hätte beschützen sollen. Die Schätze. Die Natibas sind daran schuld. Schätze ist anscheinend ein Ding. Von wo bist du geflohen? Sind da noch mehr Memory Sticks? Willst du mir helfen? Die Schätze. Bring mir die Schätze. Was jetzt? Ist Schätze irgendetwas Bestimmtes oder ist jetzt Schätze? Ein Schatz. Ich verlor meine Schätze. Unsere Schätze. Okay. Ich helfe dir. Keine Sorge. Ja. Hilf mir mal. Ja. 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 Gib dich zum Ort der großen Wüste, den Chun erwähnt hat. Aha. Wie große Wüste? Es gibt nur eine große Wüste. Soweit ich weiß. Weißt du nicht, warum ich Wüste, aber es gibt bis jetzt nur eine große Wüste. Es würde aber, glaube ich, einen Ort geben. Würde ich jetzt einmal behaupten. Es könnte einen bestimmten Ort geben, ja. Wir waren zum Beispiel bei dem unteren Fleckerl jetzt nicht wirklich ordentlich, sagen wir es jetzt mal so. Weil da könnte sicher noch das ein oder andere sein. Kann ich da hinten noch da so drüber und das da? Ja, schauen wir mal. Beziehungsweise da kann ich aber eh auch oben. Ja. Ah, okay. Keine Ahnung, wieso ich da keine Schnellreise machen kann. Hä? Ich schau mal dorthin und du vielleicht sogar mal aktivieren. Wir brauchen eh die Punkte. Wir brauchen sowieso die Punkte, so dementsprechend. Also ist nichts Verkehrtes dabei. Praktisch ist, ich level eh. Also, ich krieg eh mein Leben wieder zurück. Da kann's Scheiße gehen, mein Freund. Da kann's Scheiße gehen. Wichtig und richtig. So, nächster Kandidat. So dermaßen praktisch, wenn man sein Leben wieder zurückkriegt. Ist schon sehr, sehr praktisch. Und wenn ich den Rounder mache, dass da gleich zwei hintereinander kommen, finde ich auch super. Finde ich auch leibend. Ist auch sehr, sehr praktisch. Und so haben wir da gibt's wirklich keine Schnellreise. Ja. Muss wirklich beschweren, gell, das ist ja Wahnsinn. Ja, voll. Du kannst nur hinsetzen. Was ist das bitte für ein Scheißdruck? Im Kampf? Achso, da gibt es ja immer meistens immer nur so ein Haverer. Danke, dass du mit mir machen willst. Obwohl ich mich eigentlich jetzt gerade auf gemütlich ausruhen wollte. Weil du wirst ja einmal gemütlich ausruhen, geht da immer irgendwann auf die Eier. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Das war der einzige Bereich, wo ich noch sagen könnte, das könnte vielleicht noch relevant werden. Obwohl ich da eigentlich auch schon mal unterwegs war. Weißt du, was ich meine? Also das wäre halt diese sogenannte große Wüste. Das kann ich mir halt noch relativ gut vorstellen. Kannst du
Da kannst du drauf gedrückt halten. Da kannst du drauf gedrückt halten, das ist sonst Urarsch. Na komm, Chefe, oder? Hoppa. Ja, hast schon gehabt. Hopp. Hopp. Lieber gleich Spezialfähigkeit und legt mir Marsch. Gleich Spezialfähigkeit und legt mir Marsch, weil boah ich nicht, Chef. Kisterle, wie kommen wir? Das war aber trotzdem halt eine gute Frage, ob sie halt das mit großer Wüste meint. Das Einzige, was mir jetzt noch quasi auf spontan einfallen würde, weil wir waren hier eigentlich noch gar nicht. Das ist es. Das Einzige, was mir noch einfallen würde. Sonst hat es eigentlich geheißen, wir gehen ja, glaube ich, eher woanders. Halt. Anders sind nicht große Wüste oder irgendwas. Also es hat sich definitiv nicht nach großer Wüste angehört, wo wir hingehen. Was ist ja das? Bin ich aber auch wieder gespannt, was du wieder alles findest. Stand. 100.000 Kisten, ich sag's dir. Sag's dir jetzt schon. 100.000 Kisten. Ist besser für dich, mein Freund. Ist definitiv besser. Ich sag nicht, dass wir hier das da fixen. Ich bin noch nicht mehr. Okay, der andere geht auf mich los. Yay. Meine gehen auf mich los. Yay. Oh, schön zerfetzt. Schön zerfetzt. Oh, du bist doch nicht Arsch. Boah, ich war mir so dermaßen unsicher, ob er nicht doch noch zusätzlich drauf hat. Ah, Schmutz. Schmutz, Digi. Aha, wieder Mensch. Wichtig. Irgendwas mit dem Roboter. Auch wichtig. Wäre aber halt natürlich ein sehr, sehr lustiger Zufall, wenn ich sogar richtig gegangen wäre. Aber es wäre auch ein guter Riecher gewesen. Aber trotzdem, selbst wenn ich noch nicht dort gewesen wäre, würde ich es ein bisschen schade finden. Wenn es mir dann trotzdem nicht angezeigt wird. Hoffentlich leben. Das wäre super. Leben wäre richtig, richtig geil. Und? Körperkern! Ja! Sehr gut! Leben, Digga! Scheint nicht so viel weitergegangen. Hat jetzt jedenfalls nicht dafür ausgeschaut. Interessant. Aha. Zeigt mir zwar noch immer nicht die große Wüste an, aber passt. Hat sich erledigt, danke. Es hat sich schnell erledigt. Bist du deppert? Oh, weh. Ich will noch einmal ganz kurz schauen. Kartentechnisch. Da haben wir noch eine kleine Spielwiese. Sonst sind wir in Arsch. Mit der großen Wüste. Warte, jetzt eigentlich noch mal ganz kurz her. Das einzige. Ja, da noch. Sonst waren wir eigentlich eh brav. Würde ich jetzt einmal behaupten. Sonst waren wir eigentlich relativ in Ordnung. Sonst waren wir wirklich brav mit der Sucherei und das Ganze. Dementsprechend. Ich hab aber drauf gedrückt, gell. Ich hab aber drauf gedrückt. Das ist das Harte. Das ist das Harte. Ich habe drauf gedrückt, Digga. Ich habe drauf gedrückt. Ah, Schmutz einfach. Einfach nur Schmutz. Einfach nur Schmutz, Digga.
Du drückst eh schon extra drauf, dieses jenes, schlimm. Wahnsinn, Alter. Shop, Fähigkeiten, los muss. Fix. Da gucken wir uns wieder alles an. Machen wir gleich den nächsten Dreher, na sicher, Alter. Fischerei, aber. Trotzdem, frag mich, wo der Schatz ist. Frag mich ernsthaft, wo der Schatz sein soll. Bitte sag jetzt nicht da unten. Das hätte ich mir aber früher anzeigen müssen. Fix. Da können Scherzige. Ja. Also das akzeptiert er wieder nicht, weil er nicht nach hinten schaut oder weil da zu viel Platz dazwischen war. War wahrscheinlich zu viel Platz. Da war definitiv zu viel Platz. Oh, wie lieb. Hab ich deine Wampe Meier gemacht? Ja, wie süß. Wampe war am Arsch. Ich frage mich, was hat sie da schaut, süß, Digi. Da sage ich einmal dazu, gratis Punkte. Auf wichtig und richtig angelegt. Alter, bist du deppert. Erstmal den hier. Und gleich nochmal. Und gleich nochmal. Bist du deppert. Kommt der jetzt noch ein Konto oder nicht? Bin mir nicht so ganz so sicher. Ah, plötzlich macht er wieder Peitsche. Interessant. Interessant, Digga. Einen Schlag. Einen Schlag hätte es jetzt noch sein müssen, oder was? Manchmal schon in dem Spiel, manchmal schon. Weißt du, manchmal ein Schlag ist kein Schlag. Das ist ja das. Da ist safe was. Aha, ich hab so das Gefühl, dass da ein ganz, ganz bestimmter Boss mal wieder auf uns warten wird. Ein Boss, der was abgeschossen gehört. Das würde ich jetzt einmal eigentlich beinahe lassen. Das schaue ich mir dann an. Ja, dann aber wirklich erst nur dann, oder wenn ich dann ungefähr auf den Gegner gezielt habe. Dann bin ich mal wieder gut genug. Dann bin ich gut genug, Digga. Dann bin ich gut genug, Alter. Scheiße, Wander. Aha. Bin nett. Ja, aber ich darf mich noch nicht auswählen. Noch nicht. Noch nicht. So, wir gehen jetzt mal da entlang. Die G-Punkte, die wären schon wichtig. Kannst du nicht einfach so stehen lassen. So, da können wir dann durchgehen und dann gehen wir noch einmal da irgendwo durch. So, den hole ich mal als Dreck, aus den Habsche. Fix. Oh, Bombe. Bombe, Digi. Was? Neue Spezialfähigkeit und dann kannst du ein bisschen schießen gehen. So ist jetzt aus. Schade mit der großen Wüste. Echt, echt, wirklich schade. Das könnte jetzt wirklich überall noch sein. Stört mich gerade ein bisschen. Stört mich gerade wirklich unsgeheim. Weil ich mag das nicht, wenn ich so eine Mission angehe, Alter, und dann plötzlich kommt der eher mit großer Wüste. Dann wo ist große Wüste, du Viehtrottel. Bringt mich gleich auf die Palme, sag's da.
Da werden wieder Punkte gesammelt, oder? Bist deppert. Da haben wir ja noch das eine Ziel. Genau, das muss ich auch noch verfolgen. Das muss ich auch noch verfolgen, das eine Ziel, oder? Bist deppert. Das kann auch wieder lustig werden. Das kann auch wieder lustig werden. Ja, geh mal einfach mal da entlang, hätte ich gesagt gehabt. Der zugeschaut. Der hat noch zugeschaut, wie der abgestochen wird. Bombe, Digi. Bombe, Alter. So schaut's aus. Ich hab gehofft, dass ich das vielleicht ausweichen kann. Irgendwie hab ich's gehofft. Irgendwie hab ich's echt gehofft. Schade. Schade, Digga. Schade. Kisterle. Kiste, gar nichts ist Kiste. Alles ist scheiße mit Kiste. Kiste lacht mir aus. Kiste sagt, du bist kacke. Lauf, Schule, lauf! Ich kenne sogar wenigstens die hinteren Ausscheißige. Oh! Oh! Okay. Die haben eindeutig scheißen gehen können. Die haben definitiv scheißen gehen können. Aber ich rechne jetzt einmal damit, dass ich da irgendwo aufgehen kann, oder? Ich rechne mal sehr, sehr stark damit, dass da irgendwas ist. Ah, da waren wir eh schon einmal. Da waren wir eh schon einmal. Fix. Da waren wir eh schon. Digga, gib mir ab. Weg vom Fenster. Okay, der hat gar nichts mitgekriegt. Interessant. Bin ja auch super, wenn es gar nichts mitkriegt. Fuck mal. Dann sparen wir so einiges. Oh, wie lieb. Ich glaube, das wird doch nichts, mein Freund. Faker, Faker, so schaut's aus. Was ist das? Was ist mit dem? So, der hat so komisch geleuchtet. Weil man dachte, so, was ist da jetzt los? Ey, wir nehmen gleich beide auf uns los. Richtig cool. Richtig cool, Digi. Das war nicht ab, aber das muss da mal kontern, Alter. Ich steppe von der Seite. Wahnsinn, oder? Ne, sicher, wenn man sie den. Den mag ich überhaupt nicht. Merkt man. Merkt man, mag ich gar nicht. Mag das Hurenspiel überhaupt nicht. Ja, das ist leibend. Das taugt mir, da können wir drüber reden. Aber auch nur beim Schießen. Man merkt, ich mag's nicht. Ich merke, ich mag das Viech nicht. Ich merk's total. Ich werde das eine mit dem Schuster jetzt einmal verfolgen. Wenn's möglich ist. Wenn's möglich ist, würde ich das gern machen. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Nein, ich glaube nicht.
jetzt vor. Sind die jetzt nicht da? Doch, oder was? Was war nicht? Sind die jetzt extra nur wegen der Zielscheibe neu aufgedacht? Aha. Ah, das ist gut. Na, das musst du auch mal wissen. Das musst du auch mal wissen, das musst du mal sehen. Musst du mal gesehen haben, dass du es abschießen musst. Puh. Ich und Schausaugart und alles drum und dran, dann soll ich das auch noch sehen. Super, super. Voll geil. Voll geil. Eher weniger was mit der Reichweite. Jo, Alter! Will mich gleich wieder fetzen, das Hurnsviech. Das war's eh. Ganz scheiße gehen jetzt. Naja, übelst motiviert, Haberer. Ja, wenn du mal die Beta-Fähigkeiten aufgewertet hast, dann kannst du schon sehr vieles erreichen. Dann kannst du schon sehr, sehr vieles erreichen. Das muss man jetzt mittlerweile schon gestehen. Okay, interessant. Müssen das irgendwie hinschieben? Was denn nicht? Soll ich damit Bowling spielen oder was? Keine Ahnung. Also ich hätte jetzt keine Plattform gesehen, wo ich das jetzt irgendwie... Aha. Ich hätte jetzt aber keine Plattform gesehen gehabt auf spontan. Mit die Kiste wahrscheinlich öffnen, gell? Ich bin schon unterwegs, Chef. Ich komme, Chef. Ich mache einen Kugel weg. Ich mache ihn gut. Ich mache ihn sehr, sehr gut. Das war kein Bowling oder irgendwas, aber machen wir schon. Piste, Bruder, Wöde, oder Schau, wie gut wir das machen. Bist du deppert, Alter? Wir sind King, Alter. Wir sind ein richtiger King. Ui, Fußballspieler sind wir. Bist deppert. Bin der neue Messi Ronaldo, Alter. Schaut's mir an, Alter. Bist deppert. Die macht ihre eigene Wurzel bei sich selber. Die macht ihre eigene Wurzel bei sich selber. So schaut's aus. Könnte man hinkriegen. Vielleicht. Die magst du das nicht. Du musst wirklich explizit. Manchmal musst du wirklich explizit Doppelhupfer erkennen. Sonst bist du am Arsch. Ich wollte gerade sagen, so nur wegen dem. Aber eher weniger. Doppelhupfer. Jetzt wird das nichts. Da war ich eh schon brav. Vielleicht da, aber das ist ja auch nicht. Da haben wir aber auch schon relativ viel. Weißt du, was ich meine? Ich renne da jetzt einfach nur noch hauptsächlich kurz durch. Sorry. Oder ich mach die hier. Das ist auch okay. Das ist auch okay, Digi. Das ist auch okay. Schule, bleib ruhig allesamt. Einer nach dem anderen. Jeder kriegt ein Stück Dota ab. Alter, schlimm, Alter. Schlimm, Alter. Haverer, lass mich mal aufstehen, oder? Sind wir nicht ab? Ja, glaube ich, ein bisschen dezent besser. Tut uns nicht gut, dass da gleich mehrere sind. Nein, mehr ansatzweise. War keine gute Idee. War doch keine gute Idee. So, nächster Kandidat.
Alter! Bist deppert, Lustiger! Klickhopp. Klickhopp! Bist du deppert? Ja, gönnen wir sich. Glaubt man irgendwie, die meinen eine andere große Wüste irgendwie. Hast du das Gefühl? Irgendwie schon. Da glaubt man, die meinen wirklich eine andere Wüste. Keine Ahnung welche. Keine Ahnung welche, aber okay. Geht's ja aus? Ja, sag ja, geht's ja aus. Wo ist der andere Große? Der andere Große hat sie auch geschissen, oder was? Der 13 nicht, na schon. Fake. Wenigstens haben wir auch ein bisschen gestimmt. Oh. Was Positives und was Negatives hat alles irgendwie ein bisschen, oder? Ich bin aber gespannt, ob ich da reinkomme. Er ja, muss so nichts hassen, aber ist schon leid, man. So irgendwie klar. Ja, cool. Cool. Echt cool. Jo, da kann ich aber zusätzlich scheißen, gell. Ja, es ist. Entweder gibt es eine große andere Wüste, von der ich noch nichts weiß. Vielleicht ist es das nächste Gebiet. Das kann vielleicht gut möglich sein. Sonst was ich von nix. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Die was von nix. Oh, oh, wow. Okay. Trotzdem habe ich abgewehrt, Pudi. Ja, warte. Es hat wenigstens gesessen. Aha. Ja, hat Wetter, ha? Hat ein bisschen Wetter, mein Freund. Und tschüss. Jo, komm da gleich mal angesprungen, Digga. Fick dich. Aha, tschüss. Den kannst du nicht treffen, das dachte man nicht. Boah, das war jetzt aber Glück. Das war jetzt aber ein fettes Glück noch zusätzlich. Aber bin ich jetzt enttäuscht, weil ich quasi dieses Gebiet so gut wie möglich alles abgekundet habe. Große Wüste. Interessant. Also gibt es wahrscheinlich dann noch ein weiteres Gebiet, was dann heißt große Wüste oder was auch immer. Also noch ein weiteres großes Wüstengebiet. Weiß ich nicht, ob ich das so leimend finde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich überlege sogar eigentlich jetzt, ob ich drauf scheißen soll, auf die Nebenquests. Oder ob ich jetzt mal ganz kurz nur ein bisschen der Story folgen sollte. Damit wenigstens vielleicht das nächste Gebiet dadurch aufgemacht wird. Wäre vielleicht mal schlecht. Oh, Kisterle! Mit der Kiste, das wird einmal nichts. Das wird einmal in einem Ansatzweise was. Weil aufhüpfen kann ich ja nicht einmal, aber ist ja lustig. Kommt ja nicht mehr drauf. Das ist wie das nächste. geschweige, weil da bist du deppert. Na gut, ich würde mal sagen, einmal ausruhen, einmal hinsetzen, aufgemütlich. Ich würde sagen, der Brei wird uns sicher irgendwo hinfliegen. Hoffe ich mir zumindest. Fix. Und da werden wir wahrscheinlich vielleicht auch noch die ein oder andere neue Fähigkeit vielleicht kennenlernen. Das wäre auch nicht schlecht. Aha.
Ich glaube, das war doch nichts. Aber interessanter Ort, das muss ich jetzt ehrlich gesagt lassen. Wie komm mit dem Turti? Ach so, das ist das da. Aha. Ja, schickt mir. Ja, okay. Okay. Ich muss irgendwie schauen, dass ich da wieder eine Schnellreise machen kann. Sonst wird das nix. Ja, wenn ich drei drücken kann, das sind Gratispunkte, Digga. Wieso nicht? Wieso nicht? Muss man ausnutzen. Muss man einfach ausnutzen. Na, lauf. Lauf geschissen. Jetzt muss wissen, dass ich da bin. Da kannst du ruhig laufen. Aber wenn sie nicht wissen, dass ich da bin, ja dann, oder fetzt man sie, oder Kiwi, oder papapapam, oder. Machen wir sie mehr, oder? So schaut's aus. Favorit noch nie ein Stich. So kennt man es im 10. und im 11. So wird's gehandhabt. Ohne einen Favorit noch nie ein Stich ist der Morgen kein Morgen. Den hättest du nicht einfach mal erreichen können. Den hättest du nicht einfach mal erreichen können, aber scheiße. Laserstrahl, der hat ein bisschen schmerzhaft ausgesehen. Bisschen ist gut gesagt. Bisschen tödlich ausgeschaut. Definitiv ein bisschen tödlich ausgeschaut. Oh, es gibt aber interessant, dass die Gegner jetzt da sind. Finde ich aber echt interessant. Bisschen neich jetzt. Wir sind jetzt einfach neich dazugekommen. Finde ich super. Das finde ich leider. Ich würde zwar nicht sagen, dass es eine Herausforderung ist, aber. Trotzdem leider, dass sie dazugekommen sind. Schaut aber auch fett aus. Sahnegebiet. Steppert. Das ist aber nicht das, wo wir sind. Nein. Das ist wieder ein anderes Gebiet. Bitte, los mit mir. Erst los. Einfach nur tschüss. Einfach abschießen. Lutsch mir näher. So gehört sich das. Finde ich mir interessant. Wie komme ich denn da hin? Das finde ich extrem interessant finden. Wahrscheinlich fix eh wieder so Doppelhupfen oder irgendwas in der Richtung. Safe. Ich wollte gerade sagen, das Ding braucht aber lang, aber ich weiß so, ich bin ein bisschen tief. Aber so tief kann ich mir das jetzt nicht erwarten. Aber komplett überall neue Gegner, interessant. Echt interessant, hätten wir uns nicht erwartet. Oh, ist sogar noch untertrieben. Oh, geh auch eine Uhr, Schaberer. Sag ich auch gerne einen Wursch. Er wollte mir nur nicht zuhören. Aha. Aha. Und gleich Spezialfähigkeit. Und zack und tschüss. Würde mich aber trotzdem interessieren. Wie kommst du da rauf? Sind die auf geflogen oder was? Fragen sich jetzt selber. Das gibt's ja nicht. Alter, der will immer schmusen, Alter, der Haverer. Ich will nicht schmusen. Ich bin voll mit Schocki. Der will immer schmusen, Alter. Was ist mit dem? Das war ohne Spaß, Alter. Wie kommen?
Bei der Brücke. Ich sehe schon mal die Brücke. Das ist schon mal interessant. Oh, wir können wieder basteln. Ja. Das heißt, ich bin im Kampf oder geschossen. Achso. Okay, das wird wahrscheinlich ein Nebenquest sein. Entweder oder. Das ist aber leibend. So Trainingsquadel, alles drum und dran. Ja, finde ich irgendwie cool. Finde ich irgendwie echt cool, so ein Trainingsquadel. Hat was. Okay. Ja. Konzentration. Konzentration, die. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. Interessant. Eidos 7 kann ich jetzt wieder reißen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Sagt mal. Hätte mir aber angezeigt, oder? Das ist aber keine große Wüste. Finde ich jetzt persönlich. Hallo. Sieh dir das an. Was ist das? Das hier ist eine Alpha-Signalanzeige. Dieses Gerät nutzt die leichte Resonanz des Alpha-Kerns, um ihn genau zu lokalisieren. Seine Reichweite ist nicht super groß, aber... Ich denke, er wird sich als nützlich erweisen, wenn du an dem Ort bist, den Orkel erwähnte. Wow, gute Arbeit. Du kostest mich noch meinen Job. Ich dachte, den hättest du schon längst nicht mehr. Ganz schön frech. Der hin nur gegangen. Danke, dass du mir andauernd hilfst, Lily. Einen Moment. Kannst du dich mal umdrehen? Aufpassen, ich mach den Hosen, Sarah. Und passt. Ich glaub, die hat da was ins Arschloch reingeschoben. Was hast du gemacht, Lily? Kleine Anpassung an der Energieverteilung der Körperzelle. Und, fühlst du dich schon etwas leichter? Irgendwas ist wirklich anders. Wenn du versuchst zu springen, merkst du sicher gleich den Unterschied. Na endlich! Okay, so weit komme ich jetzt aber auch nicht wirklich. So weit. Ja. Irgendwie habe ich mir jetzt gerade trotzdem irgendwie mehr erwartet. Aber ja, ich habe endlich den Doppelsprung. Aber. Okay. Ich sehe auch dazu kommen. Passt. Ich hab's mir jetzt gerade nur gedacht gehabt, so. Und? Können wir dann los? Matrix 11 ist eine unterirdische Einrichtung. Der Suchradius ist riesig, also bereite dich gut darauf vor. Dann lass ich's noch. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Dann lass ich's noch sicherheitshalber. Fix. Dann lass ich's noch sicherheitshalber bleiben. Mach halt einfach nur sicherheitshalber noch die anderen Nebenquests. Aber Leute, dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.